Ja, hallo. In den zukünftigen Videos möchte ich nicht ganz so stark auf das Expertenwissen von Android eingehen und etwas mehr die Fortgeschrittenen oder auch sogar Beginnerszene ansprechen. Und heute fange ich damit an, und zwar gerade in Richtung Plattform von Samsung, also Keys. Und hier möchte ich euch eine App heute zeigen, die auch kostenlos ist und mit der ihr sehr einfach Ordnung in eure App-Struktur bringt. Viele werden das von anderen Herstellern wie beispielsweise HTC kennen, dass dort die Anwendungen, die wir hier unten sehen, ganz normal angeordnet sind nach Buchstaben, schön von A eben bis Z. Jetzt ist es so, dass ich für dieses Video gerade TV Quick Support installiert habe, und wie ihr seht, ist diese App ganz an den Anfang gerückt, obwohl sie eigentlich ungefähr hierhin sollte auf die Seite, jedenfalls nicht ans Ende. Und da kommt ins Spiel die App Sorter. Die bekommt ihr natürlich ganz normal über den Play Store. Da könnt ihr diese App abrufen, und sie ist auch kostenlos. Und nach einem kurzen nach einer kurzen Installation kann es dann auch direkt durch losgehen. Da ist er auch schon. Und es gibt einmal die App Sorter Lite Version und einmal die App Sorter als Premium. Ich habe, wie ihr seht, die App Sorter Lite Version installiert. Und werde euch jetzt zeigen, wie das Ganze funktioniert. Könnt natürlich einmal hier drüber öffnen, sobald ihr die App installiert habt. Es ist aber natürlich auch genauso gut möglich, über Anwendungen zu gehen, wenn ihr die App installiert habt, und sie eben direkt hier zu starten. Ich gebe dir einen kleinen Überblick, was ihr alles machen könnt. Grundlegend sind eigentlich die anderen Optionen erstmal gerade für den Beginnerkreis uninteressant. Ist auch Vorsicht geboten. Die beiden wichtigsten Knöpfe seht ihr hier unten: Compact und Sort. Und zwar entstehen bei TouchWiz teilweise auch Lücken zwischen den einzelnen Applikationen, die ihr unter Anwendungen findet. Das heißt, weiß nicht, ihr habt auf einem Bildschirm wirklich nicht alle ausgefüllt, sondern mittendrin hört es auf einmal auf, oder die Seite ist nicht vollständig mit Apps gefüllt, sondern nur teilweise, und dann beginnt schon die nächste Seite, wodurch ihr natürlich umso mehr hin und her switchen müsst, um eure Apps zu finden, und dann am besten noch in einem Durcheinander. Deswegen ist es zu empfehlen, immer bevor ihr sortiert, einmal das Ganze zusammenzufügen, dass ihr alle Apps zusammenrückt. Das macht ihr mit dem Button Compact. Dann werden die Dateien bzw. die Apps einmal zusammengeschoben, sage ich mal. Dann bestätigt ihr das Ganze, und dann könnt ihr das Ganze dann auch nochmal sortieren. Und anschließend müsste dann jetzt, nachdem er das gemacht hat, meine Applikation, die ich installiert habe, um das Video hier zu erstellen, und zwar die von TeamViewer, die hier oben auch geöffnet ist, die müsste jetzt theoretisch mitten und irgendwo unter T sein und eben nicht mehr am Ende. Gerade haben wir noch im Video gesehen, dass sie sich am Ende befindet. So. Wenn ihr jetzt auf Anwendungen klickt, dann könnt ihr sehen, dass genau an dieser Stelle eben jetzt der TeamViewer Supportdienst nicht mehr als App auftaucht, sondern er ist an der Stelle, wo er auch genau hingehört, und zwar unter T. Das ist dann auch für dieses Video alles, was ich euch zeigen wollte. Einmal einen ganz kleinen Rückblick oder einen Blick darauf, wie ihr eure Anwendungen in den Griff bekommt. Im nächsten Video werde ich euch wieder Einsteiger bzw. fortgeschrittenen Tipps zeigen. Was es da zu sehen gibt, wird noch nicht verraten. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt oder auch Wünsche, was soll ich im nächsten Video vielleicht zeigen, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich freue mich jederzeit über Feedback, entweder in den YouTube-Kommentaren oder aber auch in meinem Blog. Und schaut wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.